Das Sudetengebirge, die Sudeten, ein Mittelgebirgszug an der Grenze zwischen Tschechien und Polen. Er zieht sich vom Isar- und Riesengebirge nach Osten bis zum Adler- und Altvatergebirge. Im Laufe der letzten 800 Jahre wurde dieses Gebiet urbar gemacht und besiedelt. Städte entstanden. Vom verkehrsreichen Reichenberg im Riesengebirge bis hin zum lieblichen Freiwaldau im Altvatergebirge. Die Sudeten, die nach dem Ersten Weltkrieg einen ganzen Volksstamm den Namen gab. Den Sudetendeutschen. Dazu gehören die Gebiete im Erzgebirge mit dem Egerland, im Böhmerwald, in Südmähren, im Kuhländchen und die Sprachinsel Iglau, Wischau und Schönhengsgau. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Sudetendeutschen aus ihrer 800-jährigen Heimat vertrieben. Oma und Opa, soweit sie noch leben, können uns noch von dieser Zeit erzählen. Aber oh, wir sagten doch nicht, wo husten sie hin. Ansonsten bleibt uns nur ein Besuch im Sudetendeutschen Museum in München oder das trockene Nachlesen in den historischen Büchern. Doch wie die Vorfahren ihre jahrhundertealte Heimat erlebten, das erzählen ihre Mythen, Sagen und Legenden, die uns mit ihren Botschaften zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken einladen. Ich unterhielt mich mit dem Heimatforscher und Buchautor Rainer Limpöck über die Weisheiten der Märchen und Sagen. Viele Weisheiten sind ja gerade in Märchen und Sagen festgehalten. Ne? Das ist etwas, wo ich sage, wenn es euch wirklich mit dieser heimatlichen Geisterwelt auseinandersetzen wollt, dann bitte greift doch erst einmal zu den Sagenbüchern, die noch meistens noch rumstehen in den Büchereien oder auch zu Hause oder eben auch bei den Großeltern, die haben sowas noch. Und wenn, dann kriegst du es auch antiquarisch, sogar immer mehr in Neuauflagen von solchen alten Geisterbüchern. Und da findest du genau dieses Wissen um die Namen, um die Bedeutung, um die Form dieser Wesen. Aus fernen Zeiten klingt das geheimnisvolle Flüstern und Raunen der Sage, wie das Rieseln der Quellen und das Rauschen des Windes im Walde. Das geheimnisvolle Träumen aus der Kindheitsstufe der Menschheit, die in fantasievollen Erzählungen zwischen Dichtung und Wahrheit geschaffen sind. Die Sage gehört wie Märchen und Lied, Spiel und Brauch, Tracht und Mundart zu den volkstümlichsten Geisteserzeugnissen. Sie sind unschätzbare Güter, die das ganze Wesen eines Volkes ausmachen. Verklungen ist das Heimatlied, das echte Volkslied. Verstummt die Hirtenrufe, die einst von Hügel zu Hügel klangen. Wer erzählt heute noch von den verwunschenen Rittern, helfenden Bergmännlein und Venusleuten, von Berggeistern und Schatzgräbern, von Wassermännern, Hausnattern, Drachen, Teufeln und Gespenstern? Wenn der kalte Wintersturm draußen am Fenster rüttelte, und es im Kamin schaurig loderte, da saßen die Kinder scheu zusammengerückt und lauschten aus tiefster Seele Großmutters Erzählungen. Da schritt die Sage als ein Zauberwesen durch den kleinen Raum, ernst und feierlich
und leitete in eine schaurig schöne, wunderbare Welt. Die Sage erstrebt, streng und sittsam in die Stille und Reinheit des eigenen Seelenlebens. Bescheidenheit wird mit Reichtum belohnt, Unerschrockenheit und Mut gelangen zum Siege, Besonnenheit und Ruhe retten im Kampfe mit Geistern, und treue Liebe nimmt ein gedeihliches Ende. Wo aber Untreue und Freveltat begangen werden, folgt auch immer die strenge, ja unerbitterlich harte Strafe auf dem Fuße nach. Verletzung des Gastrechtes, Übermut, Neid, Gier nach Gold und Gotteslästerung können nicht grausamer geahndet werden. Märchen und Sagen stecken voller Weisheiten und Botschaften, und sie verbinden uns ehrfurchtsvoll mit unseren Urahnen. Ahnen ist so ein wichtiges Thema. Wir achten und ehren unsere Ahnen eigentlich nicht, wie es wirklich sein sollte. Früher in den Bauernhäusern, da gab es überall noch diese Ahnenecken und da wurde noch alles ausgestellt und da hat man auch viel diesen Ahnen gedacht. Heute ist das so beiläufig vielleicht und auch das ist so ein starkes Thema. Da die Ahnen, da die Geister und da die Berge. Wir leben heute in einer modernen, in Anführungszeichen zivilisierten Welt, die immer mehr am Boden schaut. Wie viele Kinder und Jugendliche beobachte ich heute so? Den Kopf nach unten geneigt und aufs Smartphone blickend. Das ist ja die typische heutige Krankheit. Da spricht sogar mein Trommelklein mit mir gerade. Und wie wichtig wäre es, wenn wir dieser Generation, die mit diesem gesenkten Blick nach unten vermitteln, dass sie wieder nach vorne schauen, in die Welt oder hier zu den Berggeistern hinauf, weil die können so viel sagen. Bei unseren Vorfahren, die haben noch wesentlich intensiver mit dieser Geistwelt gearbeitet. Von denen hätten wir ja eigentlich schon lernen können, wenn wir vielleicht mehr kommuniziert hätten oder wenn wir mehr auf die Alten gehört hätten. Die haben uns das immer überliefert, was sie sehen. Dass ich mit einem Haselstecken auf das Grab meiner Urgroßmutter gehe, hat eine ganz besondere Bedeutung. Man sagt, die Hasel verbindet mit anderen Dimensionen. Schon der Zauberer hat einen Zauberstab aus der Hasel. Und die Wünschelrute wird ebenfalls aus der Hasel gemacht. Der heilige Jakobus ging mit einem Haselstecken auf Wanderschaft. Der Bischofsstab ist aus der Hasel. Und die Hirten hatten früher einen Haselstecken. In dem Märchen Aschenputtel wird erklärt, wie die Hasel mit den Ahnen verbindet. Das Märchen vom Aschenputtel erzählt, wo das Mädchen einen Haselstecken, den ihr Vater mitbrachte, in das Grab ihrer verstorbenen Mutter steckt. Die Mutter zeigt sich in zwei Täubchen und segnet Aschenputtel und hilft ihr zu einem glücklichen Leben. In dem Märchen Aschenputtel erfuhren wir, dass die Ahnen nach dem Glauben der alten Völker den Nachkommen behilflich sind. Weiter glaubten sie, dass die verstorbenen Ahnen im Menschen wiederverkörpert werden. Der Enkel stammt vom altdeutschen Wort Enk ab und bedeutet Ahn. Ich bin sozusagen das Ahnenkind und erbitte mir den Segen meiner Ahnen auf meiner Wanderung durch das Altvatergebirge, auf den Spuren der Sagen und Märchen.